Ja, herzlich willkommen zurück zu Archage. Dann nehmen wir gleich mal an hier. Dann geht's weiter mit dem Farnkraut. Was ist das Grüne hier schon wieder? Ach, da ist noch ein Fragezeichen. Da schaue ich doch lieber erstmal. Ja, ich habe gerade festgestellt, also für ein Let's Play ist das, glaube ich, hier viel zu viel. Alia, ich hatte gehofft, dass ich dich heute sehen würde. Mara Abaran, ich bin gekommen, um das Tiro-Ritual durchzuführen und als vollwertiges Mitglied des Stammes angenommen zu werden. Ja, weiter. Du hast in den letzten Jahren so viel für unseren Stamm getan. Ich konnte mich von deinem Mut und deiner Beharrlichkeit überzeugen und bin stolz, dein Mara zu sein. Möge dein Fell vom Wind gestreichelt und dein Magen voll sein. Na gut, na gut. Wenn ihr beide fertig seid, fangen wir mal mit dem Kampf an. Was? Jetzt muss ich kämpfen. Nee. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen. Ich werde das so handhaben mit Archage, dass ich zwischendrin auch mal so spiele, weil das ist ja auch ein Spiel, was ich gerne spielen will. Und wenn ich irgendwas Tolles entdecke, dann werde ich dann einfach die Aufnahme starten und euch dann immer so ausgewählte Sachen bringen, weil ich glaube, hier komplett Archage Let's Play zu machen von Anfang an, das würde den Rahmen sprengen. Da könnte ich bis ich 50 bin wahrscheinlich und dann habe ich noch nicht mal Endlevel erreicht. Okay. Sammle feste Alraunwurzel und sammle Plateau Farngrau. Plateau Alraune. Edelmenta. Ach, hier sind welche. Oh, der schaut ja böse aus. Ob ich den schaff? Level 4. Oh, weg hier. Lieber nicht. Ah, mit doppelt nach vorne rennt man. Also auf jeden Fall muss ich schon mal sagen, das ist sehr komfortabel. Also man wird nicht gleich am Anfang gegängelt mit, dass du ewig langsam durch die Gegend gurken musst, sondern man kann hier gleich richtig loslegen. Und, oh, Mist, das ist ja ein Gegner. Ah, Hilfe! Oh oh. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Alles nehmen. Ah, ich muss F drücken. Das ist, glaube ich, immer am besten. Ah, aber die brauche ich. Okay. Aber dann machen wir das lieber so. Yeah. Kabouts. Ah, damit kann ich sie festhalten. Okay, das sollte ich vielleicht am Anfang machen. Das werde ich schon noch rausfinden. Ach, das ist Macht der Gewohnheit. Vielleicht kann man einstellen, dass man mit Rechtsklick auch alles aufhebt. Ey. Mir weggenommen. Mann, Mann, Mann. So, okay. Festhalten und schießen. Und schießen. Ah, wenn man geschossen hat. Hm. Die Systematik, die werde ich schon noch rausfinden. Bada! Oh, habe ich ein Level bekommen? Wo stehen eigentlich die Level-Charakter? Mhm. Was? Ich bin schon Level 4? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist ja abgefahren. Jetzt müsste ich eigentlich die theoretisch auch schon killen können. Probieren wir mal. Bam, 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 bam. Oh, weh, der ist stark. Autsch. Kampfende. Und alles nehmen. Jetzt warte mal. Na? Bam, bam, bam. Ach, ich habe schon die Quest abgeschlossen. Haha, bin hier voll im Kampf raus.
Ja, aber ich würde mal sagen, das ist hier schon echt, zumindest am Anfang, alles ziemlich zacki, zacki, zacki hier. Also kein Gängelspiel oder sowas? Sondern das geht recht zügig. Aber es wird sich wahrscheinlich ändern, umso weiter man kommt. Oder vielleicht kommen ja extrem viele Quests, die man gleichzeitig machen muss. Hast du die Wurzeln? Gute Arbeit. Nur einen Moment, dann bereite ich die Tabletten für dich vor. So, hier bitte. Die frischesten und stärksten Allraunpillen. Wenn du auf dem Weg zur Zeremonie Udune siehst, wirst du ihm dann welche geben? Nicht, dass sie ihm ausgehen, bevor seine Prüfung zu Ende ist. Ich hoffe, du und Udune kommt sicher durch das Ritual. Danke! Du bist zur Zeremonie da, richtig? Grüße unseren Udune, wenn du ihn siehst. Bum, 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 bum. Ja, da oben ist auch noch so ein grüner Quest. Schauen wir mal. Du hast den offiziellen Erwachsenwerdungssegen des Mara erhalten. Jetzt musst du dich dem Windgott beweisen. Oh, ein Film? Aha. Ach so, das bedeutet, dass der gerade hier im Questing ist. Oh, den Windgott beweisen. Whisperwind-Beschwörungszirkel. So, wie funktioniert das jetzt? Hisse eine Flagge. Okay. Dann hissen wir mal die Flagge. Okay, und jetzt? Oh oh. Wow. Erstmal festhalten. Bam. Bam. Komm. Mach ihn platt. Ja, das war ja einfach. Und jetzt? Liefere Basches Energiebilden bei Udune bei den Werdeklippen ab. Ja, okay, aber das ist zu weit weg. Machen wir erstmal das hier fertig. Entweder du bist ein echter Firan oder du hast unglaubliches Glück. Natürlich bin ich ein echter Firan. Als die Sonne sich den Weg am Horizont bahnt, bricht die Dämmerung deines Tiro-Rituals herein. Seit jeher wird dieses Firan-Ritual praktiziert, das den Übergang zum Erwachsenwerden markiert. Die Elemente Wind, Wasser, Feuer und Erde sind die wahren Herrscher über Leben und Tod. Das Ritual zu bestehen bedeutet, den Segen eines jeden Elements als erwachsener Krieger zu haben. Also ich will den Segen vom Feuer haben. Oh, jetzt geht's weiter. Suche Sanish am Fuß der Werdeklippen. Sie wird dich zur Prüfung führen, um dem letzten Abschnitt deiner Reifeprüfung Zeremonie zu beginnen. Die Geister werden dich auf die Probe stellen, auf dass du als Krieger hervortrittst. Jawoll, ja. Ey, cool, da kann man sogar springen. Aber irgendwie zuckelt da immer irgendwas rein. Immer so zuckel, zuckel. Da ist irgendwie so ein Frame-Fehler oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Boah, hier geht einer richtig ab. Er macht ein Ding nach dem anderen Blatt. Ach, und da kann man sich noch den Windsegen holen. Ja, aber den habe ich doch schon die ganze Zeit. Guck mal, ist es hier? Buff-Spurt erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Hm. Der geht auch gar nicht mehr weg, so wie es ausschaut. Doch, jetzt. Aber den kann ich mir immer wiederholen. Nee, kann ich nicht. Doch, irgendwie schon ein bisschen. Und was bedeuten diese Herzchen? Aha. Hä?
Hä? Durch das Tragen eines Schildes erhöht sich die körperliche Abwehr. Ja, naja, das ist mir auch klar. Tempelpriesterin. Hm, Skills. Ah, Skills. Kann ich meine Skills vielleicht ändern? Titel habe ich noch nicht. Wie komme ich zu den Skills? Hier unten, Skillfenster. Kampf. Ah, ich habe keine Skillpunkte, okay. Dann geht's mal weiter hier. Boah, cool, die Pilze. Hey, Ego-Shooter-Perspektive geht auch. Ne, aber ich gehe lieber dahinter. So. Einmal. Bist du für das Tiro-Ritual hier? Sei gewarnt, die Werdeklippen hochzuklettern ist kein leichtes Unterfangen und die Wächter, die dich erwarten, sind gnadenlos. Nur ein erfahrener Krieger kann alle vier Elementare besiegen und ihre heiligen Talismane an sich nehmen. Ich habe bereits den Segen des Maras erhalten. Es ist mein Recht, die Prüfung mitzumachen. Also gut, es gibt nur noch eins, das du für mich tun musst, bevor du die Klippen hochkletterst. Ein Junge namens Talik sollte vor dir das Tiro-Ritual ablegen, aber er war so nervös, dass ich ihn zur Beruhigung zum Falkenfels geschickt habe. Ich dachte, er sei dort sicher, doch gerade habe ich einige Windflüsterer-Elementare in dem Gebiet entdeckt. Talik ist eher ein Erfinder als ein Krieger. Könntest du ihn finden und sicherstellen, dass es ihm gut geht? Und falls es dir dabei gelingt, einen der Windflüsterer zu besiegen und seinen Talisman an dich zu nehmen, wäre das eine gute Übung für das Ritual, das vor dir liegt. Jawohl, werde ich machen. Hä? Die allrauen Pillen meines Onkels. Normalerweise lache ich über seine verrückten Mittelchen, aber im Moment ist mir alles recht. Ich starre diese Klippen jetzt schon seit Ewigkeiten an und versuche meinen Mut für die Klettertour zusammenzunehmen. Bei dieser Prüfung sind schon Menschen zu Tode gekommen, weißt du? Aber wir sind doch keine Menschen. Wir sind Firan. Oh, jawoll. Du kannst ein neues Skillset erlernen, 2 Skillpunkte gesammelt. Okay, kann man die auch irgendwie aufrüsten? Nee. Ja, weg damit. Ja, das habe ich doch schon. Hallo? Scheiße. Ach, Baden. Kampf. Baden. Nee, ich mache jetzt erstmal Kampf. Aber ich krieg das nicht mehr weg hier. Abbrechen. Und warte mal, ich nochmal raus hier. So. Skillfenster. Ah, das wird angezeigt, sehe ich gerade. Sehr schön. Auramantie. Vereiteln. Servus, Andi. Ich bin gerade im letzten Aufnahme gebaren. Bin gleich soweit. Abbrechen. Badenkunst. Spielt eine harte harmonische Klangfolge, die einem Feind 108 Magieschaden zufügt. Ach, Bade ist doch cool. Bestätigen. Das nehme ich jetzt einfach. Kritischer Missklang. Bestätigen. Betäubt einen Feind mit einer ganz besonderen Darbietung für 2 Sekunden. Nach der Betäubung ist der Feind verzaubert und für andere Effekte von Badenkunst-Skills anfällig. Verringert die Wirkzeit des Wirkers 20% für 5 Sekunden. Oh Gott. Nehmen wir einfach mal. Ja, und dann sage ich auch mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich werde, wie gesagt, jetzt einfach mal ein bisschen weiterspielen hier. Und wenn dann irgendwas Tolles passiert, dann nehme ich dann wieder auf, weil hier das Ganze aufzunehmen, ja, keine Ahnung, wie gesagt, da kann ich aufnehmen, bis ich 50 bin. Tschüss. Tschüss.